Dappy Daves Autoschlüssel. Jetzt kannst du den Laden von Dappy Dave aufsuchen. Hey, du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was bedeutet? Dappy Daves Krimskrams Laden hat wieder geöffnet. Seh dich ruhig um. Vielleicht findest du ja was, was dir gefällt. Ja, wir können uns hier mal ein bisschen umschauen. Und hier sehen wir schon der 9. Extraplatz. Der kostet uns jetzt schon 20.000 Euro. So viel haben wir noch lange nicht auf der Tasche. Allerdings können wir hier zum Beispiel mal so tolle Sachen wie die MG-Erbse oder die Doppelsonnenblume kaufen. Das sind Ausbaupflanzen, sag ich mal. Mit der MG-Erbse zum Beispiel mal können wir auf einen Duplinator drauf pflanzen, dann wird der Duplinator zu einer MG-Erbse. Eine MG-Erbse ist mehr oder weniger dasselbe wie ein Duplinator, nur dass er 4 Erbsen anstatt 2 schießt. Relativ simpel. Und die Doppelsonnenblume ist, ja, eine doppelte Sonnenblume. Sie gibt einem 2 Sonnenblumen anstatt eine alle paar Sekunden halt. Je nachdem, wie lange es halt dauert, um eine Sonne zu produzieren bei denen. Einfach doppelte Produktion. Kostet natürlich auch wieder Sonnen, um sie drauf zu pflanzen, aber ist es oft wert bei längeren Gefechten. Ich kaufe mir allerdings erstmal den Poolreiniger, weil dafür haben wir noch eine zusätzliche Verteidigungslinie im Pool. Der Rechen hier ist auch eine sehr praktische Sache, der hält nur leider nur 3 Levels und ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt, auch wenn er für meine aktuelle Taktik ganz brauchbar wäre. Ist schon komisch mit diesen Zombies, manchmal sind sie echt winzig. Echt winzig und echt fies. Pass auf deine Schienbeine auf. Ach ja, eines der Minigames, die ich am wenigsten mag. Ich muss nur hoffen, dass ich sehr viele Erbsenkanonen kriege. Seriosenblatt hebe ich mir mal auf, je nachdem, was ich noch kriege. Auch wenn die Zombies jetzt klein sind, die halten dadurch halt wesentlich weniger aus als die normalen Zombies. Ah, endlich die 4. Erbsenkanone. Zombies immer noch. Kirschbomben sind für dieses Level auch mehr als praktisch.
3 Reihen Erbsenkanonen. Das sollte für das Level jetzt auf jeden Fall reichen, für alles, was da kommen mag. Es sind 2 Football-Zombies auf einmal und da gibt es eine meiner Lieblingspflanzen, den Jalapeno. Der ist wirklich praktisch. Zerstört eine ganze Reihe von Zombies. Dafür gibt es aber auch schon einen meiner größten Hass-Zombies, den Zomboni. Den mag ich nämlich wirklich nicht. Brauche ich die hier? Sind diesmal gar keine Schnorchelzombies dabei, weswegen ich den jetzt mal nicht brauche. Den kann man brauchen. Ja, das sollte es erstmal so tun. Die Sache ist, wenn ein Zomboni kommt, kommt automatisch das Zombie-Bob-Team. Es sei denn, man weiß es zu verhindern. Diesmal haben wir wieder nur 2 Level, also 2 Wellen. Gleich mal so. Ich glaube, eine der nächsten Pflanzen wird eine richtig gute. Mir sicher, was genau als nächstes kommt, aber ich meine, das war was Gutes. Die erste Welle.
Viel aufgebaut haben wir zwar bis jetzt noch nicht, aber dafür sieht der Rasen immer noch ganz gut aus. Und wir haben notfalls genug Sonnen, um irgendwas auf die Beine zu stellen, schnell noch. Oh nein, du nicht, mein Freund. Zombonis sind so fies, ich mach immer sofort irgendwas wie eine Kirschbombe oder ähnliches, um die aufzuhalten. Da denke ich gar nicht lang drüber nach. Kirschbombe, Matschkürbis, irgendwas, was die ganz schnell kaputt haut. Hagelt's wieder Erbsen. Weg damit, bevor das, was da hinten, schon ganz, ganz leicht sichtbar ist, noch auf mich zukommt. Ziehen nämlich eine schöne Eisspur hinter sich her. Das ist ein Jalapeno. Zerstört die gesamte Reihe, was Zombies angeht. Oh, das Stachelkraut gibt es als nächstes. Ja, das ist auch wichtig, aber habe ich jetzt gar nicht so gemeint, was ich jetzt so unbedingt brauchen würde. Auf jeden Fall kann man damit auch schön die Zombonis auskontern.